Lamar Lovery ist seit mehr als 15 Jahren als Personal Trainer tätig. Sein Ziel ist es, die Energiepotenziale von Körper, Geist und Seele optimal für berufliche und private Herausforderungen zu nutzen. Lamar, ja, von der Functional Training Academy. Herzlich willkommen hier am PT-Stand. Dankeschön. Wir wollen uns über Personal Training, über Marketing, über Fitness unterhalten. Ich wollte mich eigentlich mit dir zum Armdrücken verabreden. Hab dich gesehen und dachte, okay, ich rede besser mit ihm. Bitte schön. Kein Problem. Ja, wir haben beide unsere Sonntagsbrillen auf. Ja, yeah, genau. Vielleicht erzähl mal kurz so deinen Werdegang. Du warst eigentlich in der Army. Ja. Und hast mir gesagt, wenn ich das richtig erinnere, du warst der Master Trainer der Master Trainer. Ja, genau, das ist richtig. Das ja. heißt also, du warst der oberste Trainer, genau, der Trainer innerhalb der Army. Genau. Was hast du da gemacht? Das ist wie so Drill Sergeants. Mhm. Und meine Aufgabe quasi ist, den zu trainieren, fit zu machen, fit zu bereiten, dass die quasi die Soldaten auch morgens um 4 Uhr ja. quasi trainieren können. Körpergewichtstraining nur. Du hast jetzt ein eigenes Studio in der Nähe von Frankfurt, glaube genau. ich. Ja. Das ist Gießen-Buseck. Ich habe meine Academy dort. Ja. Und das sind 415 Quadratmeter Fläche. Okay. Vom Qualitätsmaßnahme, das heißt, ich trainiere immer nur eine Kunde pro okay. Stunde. Ja. Mhm. Ja. Mit welchen Fragestellungen kommen die Leute zu dir? Also ist das eher so was Allgemeines, dass sie sagen, ach, ich fühle mich einfach nicht fit, ich möchte fit werden? Ist es der Schauspieler, der sagt, ich muss für eine Rolle einfach anders aussehen? Ja. Wie gibt es da so eine Struktur ja, oder ist schon. Das einfach sehr unterschiedlich? Nee, nee, ja, oder ist es der Unternehmer, der sagt, ich muss mehr Leistung bringen, power mich? Schwerpunkt. Ja? Also alle Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, Altersklasse, Punkt. 40 bis 70. Diese Menschen haben eine Firma, die haben Mitarbeiter, die haben große Verantwortung plus Familie. Und die müssen sehen, dass die eine Leistung bringen können bis 65. Ja. Das ist der Schwerpunkt. Das ist das Hoffnung, dass man sich körperlich fit halten kann, weil die meisten Unternehmen, wenn die keine disziplinierte Konzept hat für Bewegung und Nahrung, machen für die Firma alles, für die Mitarbeiter alles, für die Familie alles, aber die vergessen sich selber. Ja. Und damit der Schwachpunkt ist ja der Mensch selber in alle Bereiche, Nahrung, Beweglichkeit, die Leistung lässt nach, mental, weil der Körper nicht mitzieht. Und das wollen die haben. Die wollen eine Beweglichkeit haben, die wollen ja wenig Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Migräne. Die Leute haben alles Mögliche. Die wollen davon ein bisschen wegkommen, komplett, wenn das geht, dass die ihre Leistung oder sie können sich konzentrieren auf ihre Leistung. Welche Übungen haben wir gestern bei dir am Stand gesehen? Du warst da mit einer Gruppe von jungen Leuten, ihr habt verschiedene Übungen gemacht. Kannst du noch mal beschreiben, was ihr da macht und worum es geht? Sehr gerne. Also ich würde gerne gleich erläutern, das war das Team Lamar. Und wir haben gestern alle unser Trainingskonzept gezeigt, von dem ich vorher gesprochen habe, das Fortbewegung. Das war die mit dem Stehen und Bewegen. Das zweite war das... Die Fortbewegung, was willst du damit erreichen? Was trainierst du da? Ich will damit erreichen, dass der Mensch einfach gut gehen kann. Wie jeder weiß, der Fuß macht eine Maßnahme von Dorsal, Plantar, Supination und Pronation. So, das ist der Schwerpunkt nicht. Der Schwerpunkt ist das Gesäß. Diese Hangelübungen, Klimmzüge, was ist ein uraltes Ding, aber warum hast du es im Konzept? Klimmzug ist eine der besten Körpergewichtübungen, was man machen kann. Liegestütze, Kniebeugen. Und wie gesagt, Verschiebung des Körpermaßes. Klimmzug ist ein Schwerpunkt einer fortgeschrittenen Belastung, kann man auch in Neigung schulen. Das ist eine super Übung von genetischer Kettebelastung. Arbeitest du mit dem, was man jetzt so neu, modern, Urbewegung nennt? Ist das ein Thema für dich? Ich verstehe nicht, was du meinst. Klettern? Ja, das ist wie kleine Kinder. Ich habe gestern gesehen, ungefähr 7, 8 Kinder auf unserem Stand und die Kinder gehen dorthin und die haben eine schöne Zeit klettern und bewegen. Erwachsene Menschen haben erst Angst. Das ist eine falsche Programmierung.
Kinder haben das nicht, weil die sind nicht so von der Gesellschaft so vergiftet oder gesteuert. Ja. Die Kinder fühlen sich wohl. Die erwachsene Mensch sollte sich wohlfühlen bei Naturbeweglichkeit. Leider ist das nicht wahr. Das kommt vom Sitzen, 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 Liegen und Sitzen und Nicht-Tun. Perfekt, danke. Ja. Okay.